In dem Film geht es um ein Pärchen, was kurz vor der Trennung steht. Und wir erzählen die letzten 10 Minuten vor der Trennung. Also, und diese 10 Minuten sind genau zwischen einem Streit und diesem Vakuum dazwischen, bis tatsächlich die Entscheidung gefallen ist. Gerade so Prozesse des Nachdenkens und des Klarwerdens über eine Situation sind ja nicht so einfach zu filmen. Das heißt, wir haben uns überlegt, dass wir zum einen diese 10 Minuten filmen in Echtzeit und zum anderen das Bild splitten und im unteren Teil des Bildes ihre inneren Vorgänge dazu erzählen. Also wir haben insgesamt, also grob gesagt, zwei Drehorte. Einmal das Wohnzimmer, in dem sich quasi die Realität abspielt. Und dann das untere Bild, was, ich sag mal, im freischwebenden Raum gedreht wird. Also wir brauchen einen relativ großen weißen Raum, der auch die Stimmung wechselt, die Intensität wechselt, die Farbe wechselt, voller wird, weniger voll wird. Es wird eine Menge Wasser geben. Also man könnte sagen, eine sichere Location und eine Location, die so ein bisschen anspruchsvoller wird. Um diese Situation und auch die Trennung härter zu machen, haben wir uns überlegt, dass Helene im 8. Monat schwanger ist. Was uns dann tatsächlich einige Monate beschäftigt hat, weil wir festgestellt haben, es gibt nicht so viele Gründe, die im 8. Monat dafür sprechen, sich tatsächlich von seinem Freund zu trennen. Also das war, glaube ich, so das Schwierigste, die schwierigste Entscheidung. Weil wir wollten da nicht zu sehr ins Klischee abdriften. Wir wollten nicht irgendwie die Riesengeschichten da erzählen. Und trotzdem muss das ja was sein, was noch irgendwie Sinn macht. Und haben uns dann quasi für diese Geschichte des Alkoholismus entschieden, weil sie auf der einen Seite bodenständig ist und auch realitätsnah und auf der anderen Seite aber tatsächlich ein guter Grund für eine Trennung in dem Moment. Also tatsächlich einen trockenen Alkoholiker als Freund zu haben und den wieder trinken zu sehen. In einem Moment, wo man ja weiß, dass man in den nächsten Monaten in jedem Fall irgendwie Kraft braucht und Unterstützung braucht. Es ist ja eigentlich ganz schön, studentische Projekte zu machen und davon auszugehen, dass wir alle kein Geld bekommen. Wofür man tatsächlich im Film immer Geld braucht, ist Catering. Also ich finde, wenn Leute für mich arbeiten oder für ein Projekt arbeiten, dann müssen sie zumindest gut verpflegt werden. Weil gerade wenn man irgendwie nicht nur einen Tag, sondern irgendwie eine Woche an einem Projekt dreht, dann muss man auch ordentliches Essen haben und nicht irgendwie nur eine Stulle morgens oder so. Da wird man ja wahnsinnig bei. Und das finde ich auch wichtig, so. Und zum anderen, gerade in dem Fall brauchen wir natürlich unfassbare Mengen an Requisiten. Also, das obere Bild ist ja nur no so ein normales Wohnzimmer, da kriegt man bestimmt so einiges auch umsonst, aber gerade so im unteren Bild, wenn es an so absurde Bilder geht und wo viel mit Symbolik gespielt wird und viel mit Metaphern und Bildern und so, dann braucht man einfach so ein bisschen Zeug. Wir brauchen die beste Continuity der Welt, glaube ich. Dieses Chaos, was wächst und wieder weniger wird und Dinge hinzukommen, andere Dinge wegfallen und was immer und ständig zum oberen Bild passen muss, da brauchen wir den absoluten Held an Continuity. Das wird, glaube ich, noch ganz lustig. Und zum anderen braucht es da, glaube ich, tatsächlich eiserne Disziplin, was das Durchstoppen angeht. Also sich tatsächlich zu überlegen, wir drehen jetzt komplett das obere Bild, schneiden den Teil grob fertig und beziehen uns dann tatsächlich sekundengenau mit dem unteren Bild auf das, was wir schon gedreht haben. Also da auch nicht den Überblick zu verlieren oder zu überlegen, na komm, da drehen wir jetzt noch mal ein bisschen was anderes. Also ich glaube, da müssen wir uns dann tatsächlich auch an unser eigenes Konzept halten, sonst versinken wir einfach im Chaos. Komm, eine noch. Also ich glaube, was den Kurzfilm besonders macht, ist das Konzept, was wir haben. Also tatsächlich die gesamte Zeit, also die 13, 14 Minuten, die es werden,
durchgängig Splitscreen zu haben, also ein oberes und ein unteres Bild. Und sich darauf auch komplett einzulassen. Also immer zu wissen, wo ist jetzt die Aufmerksamkeit des Zuschauers und trotzdem das andere Bild nicht als langweiliges Hintergrundrauschen abzutun, sage ich mal. Und das ist tatsächlich was, was ich bis jetzt so auch noch nicht gesehen habe.